Ja, servus, Schlawutzkis. Hier ist Knochen. Heute spiele ich Advis Armies, kann man ja unschwer erkennen. Steht ja auch fett hier. Das ist die Demo des Spiels. Das ist halt so ein Kriegsspiel im Retro-Design. Dass die Demo ist, kann ich hier viele Sachen noch nicht machen oder nicht machen. Aber ich sag mal, wir spielen eine Kampagne hier. Ein Tutorial. Wir spielen also Tutorial. Wahrscheinlich gibt es auch nicht mehr hier, aber ich werde mal gucken. Starting Cash von 1200. Jetzt muss ich natürlich gucken, was muss man hier. Green Map. Ein Infanterie. Ich habe mir nicht mal die Steuerungsdinger angeguckt. Ich denke mal, das meiste wird über Maus gehen, oder? Tutorial Island. Big Bit Armies. So, echt witzig, oder? So. Welcome, Commander. We're going to show you how to build your base and train your troops for battle. Ach Mensch, das erinnert mich sofort an Command & Conquer. Weil Command & Conquer eine etwas bessere Grafik hat, obwohl die jetzt nicht schlecht ist. Ich meine, das ist so Minecraft-Grafik irgendwie ein bisschen kleiner. Okay. Im Namen meines Hauptquartiers werde ich jetzt das hier anbauen. Constructing. Objects in 8-Bit Armies drain resources over time as they are constructing. Remember, you can place new structures next to any structure, blah blah blah. Okay. Refinery complete. So, good job. Your refinery will send you our harvester truck to gather resources for. Ja, so kennt man das von Command & Conquer. Das also Command & Conquer mit Minecraft-Grafik. So, wir brauchen also eine Baracke. Wir stehen die hier am besten hier. Constructing. So, jetzt gucken wir mal, das Ding ist gleich fertig. Ey, voll Command & Conquer. Jetzt hab ich grad voll Bock, Command & Conquer zu spielen. Ich hab's eine Zeit lang bei den Gratisspielen auf computerbuild.de. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung hier. Computerbuild.de. Da gab's das jedenfalls. Und da konnte man sich den Download runterladen und kann das gratis spielen. Ich habe die zwei sogar noch, aber ich hab's noch bis jetzt noch gar nicht gespielt. So. Continue. Okay, let's train some troop. Left click the tab. That looks like a tank with right. Left click. Also. Infantry. Jetzt weiß ich nicht, ob man irgendwo angeben kann, wo man die. Okay. Four more times. Die bleiben jetzt hier also einfach stehen. Schade. Aber ich hoffe, es wird witzig. Also im Moment, okay, ich spiele es erst seit 2 Minuten, finde ich noch relativ witzig. Kann ich irgendwie aus der Karte rauszoomen, glaube ich, mit den Falltasten. Wurde jedenfalls mal so angezeigt. Select your troops and attack the enemy headquarter. You can select the units. My left checking is one of them. Destination, okay, ich nehme alle. So, jetzt latsch mal rüber hier. Ja, wo ist mit Strong hier? Hallo? Wie geht's denn weiter hier? Falltasten? Jetzt funktionieren die Falltasten. Irgendwie scheiße. Grab the enemy base just off screen. Und das kann ich einfach so angreifen. Pan the camera. Naja, irgendwie mache ich das ja gerade hier. So, okay. Hallo? So, greif mal an hier. Bin ja mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Okay, das ist witzig. Guck mal, wie viel Schaden die Basis nimmt. Einfach durch dieses bisschen Geschieße da. Das geht natürlich schnell. Aber es ist ungewöhnlich, weil man halt diese Falltasten hier benutzt, muss man sich irgendwie die Tastatur hier ein bisschen verschieben. Success. Jetzt bin ich bereit für meine erste Mission. Jetzt schon. Okay. Victory! A winner is you! Okay. Alvarez. Team Color. Team 2. Resources. Gut, war ja nicht so viel. Green Man, kann ich jetzt hier hin? Ja, geil. Kann man sich hier Schwierigkeit einstellen oder? Destroy Enemy Headquarter. Starting Loadout. Was ist mit denen hier? Die habe ich doch auch jetzt. Ja,
Okay, ist eine Anfängermission. Ich spiele doch erstmal auf Anfänger. Da ich es jetzt so nicht kenne, ich weiß ja nicht, wie hart das ist. Obwohl, der stand unlocked. Operation Green Man. Okay, nochmal anfangen hier. Dann bauen wir uns hier so hin. Gut, jetzt muss ich natürlich erstmal warten, bis die andere, bis das Gebäude fertig ist, bevor ich die andere baue. Ah, hier ist wohl die gegnerische Basis. Nee, das ist ein Objekt. Resources. Refinery complete. Okay, gut. Was ist das hier? Power Plant. Brauche ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ich werde mal meine Baracken. Nee, ich werde die Baracken weiter nach vorne. Constructing. Denn wir kennen sie ja aus Command & Conquer. Aha. Hier ist eine gegnerische Raffinerie. Oder was ist das? Ach, hier sind einfach Ressourcen. Okay, das ist ein bisschen komisch. Barracks complete. Multiple Factories. Building multiple factories of the same type produce. Okay. Das kennen wir alles, Command & Conquer, sag ich mal. Ne? Aber ist okay, ich meine, ist ja jetzt kein direkter Abklatsch. Ja. Okay, ist das ein bisschen witziger hier. Sollen wir hier Raketenwerfer und. Ist das hier Structures? Okay. Nochmal drei von denen. Drei von denen. So. Oh, jetzt habe ich es gestoppt. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Okay, mir geht so ein bisschen die Kohle aus. Ich müsste wahrscheinlich noch. Ich habe gar nicht genug Geld. Dann würde ich nämlich noch so einen Harvester hier hinbauen. So eine Raffinerie. Bronze Objective, was ist das? Okay, ich habe meine Leute jetzt erstmal hier. Werde ich jetzt erstmal. Ja, genau, holt mal die Kisten hier. Infantry crate. Mr. Crates hold random surprise inside and can only be opened by infantry. Be careful, some crates can be hazardous. Okay. War die jetzt wohl nicht? Eigentlich müsste ich jetzt wahrscheinlich erstmal rumgucken, denn ich kriege keine Folie zusammen. Was ist das denn? Reparieren? Okay, das ist für die Beschädigten. Wieso fährt er da hinten hin, wenn hier vorne. Was ist das denn hier? Könnte ich hier irgendwas machen? Muss man das einnehmen irgendwie? Wozu ist das gut? Das frage ich mich jetzt. Wozu ist denn das jetzt gut? Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding jetzt hier machen soll. Wahrscheinlich gar nichts. Das ist alle Ressourcen für irgendwas. Jetzt habe ich es nicht eingenommen oder so. Ich habe erst 380. Okay, ich gucke mal meine Umgebung hier so ein bisschen ab. Die Dinger kann man zerstören hier oder was? Lass mal rüber hier. Tatsächlich. Die Frage ist, warum sollte man das zerstören? Also wozu wäre das gut? Vielleicht brauche ich die ja noch. Es gibt jedenfalls nichts dafür. Man kriegt keine Punkte oder dergleichen. Ich gehe davon aus, dass Alvarez einfach auf der anderen Seite ist. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da rüber? So, das ist jedenfalls noch eine Kiste. Die hole ich mir auch nochmal eben. Wie kommt man da hin? Holt man diese Kiste. Ich verstehe auch nicht, warum fährt ihr. Infantry crate. Okay, da war was. Oh, wir haben über 600. Okay, ich werde mir jetzt also noch mal so eine Raffinerie bauen. Aber warum fährt er da nach hinten hin und nicht nach vorne? Verstehe ich nicht. Wenn die direkt vor der Nase so ein Ding schon steht. Gut. Raffinerie. Constructing.
Jetzt muss ich mal gucken, wie kommt man da rüber? Irgendwie muss man ja dort rüberkommen. Ich gehe davon aus, dass sie einen Weg finden würden. Aber jetzt will ich mal gucken, wo fährt der denn jetzt hin? Kann man die auch irgendwie anwählen? Ja, okay, jetzt macht er da was. Hier ist ein Weg, der endet aber auch dort bei der Lava. Hier muss man ja irgendwas bauen können, geht noch aus. Headquarter brauche ich nicht, ich habe ja schon eins. Okay, ich also habe also nur jetzt Infanterie und dergleichen. Oh, ich sehe gerade, hier sind schon welche beschädigt. Den kann man aber wahrscheinlich nicht reparieren. Okay, sammelt euch da mal. Die erholen sich wohl auch nicht von selbst, wie es aussieht. Powerplant. Constructing. Also ich habe noch ein paar Einheiten zusammenbauen hier. 1, 2, 1, 2. Gut. Was kann das Ding hier eigentlich? Ja. Aber ist wahrscheinlich einfach nur da, damit man irgendwie eine Basis hat. So, der ist auch fertig. Dann schicken wir sie hier runter. Ich gehe davon aus, dass sie den Weg selber finden würden. Also werde ich sie mal versuchen, irgendwo hinzuschicken jetzt. Jetzt gleich. So, ich werde mir noch eine Raffinerie bauen. Constructing. Und werde jetzt schon mal losfahren hier, loslaufen. Wir müssen hier irgendwie einen Weg finden. Wie kommt man da lang? Kommen die bis hier hin? Refinery complete. Ach, die können da trotz allem einfach hinlaufen. Und ich dachte, die Lava macht irgendwas aus, aber es scheint so, dass würden sie Schaden nehmen. Nehmen sie Schaden? Nee. Hätte ich das gewusst? Was ist das denn? Oh, eine gegnerische Basis hier. Hier kommen sie nicht weiter, oder wie? Ne, die sollten wieder laufen. Infantry cleared. Infantry cleared. Ja, dann mach mal was hier. Greif das mal an. Was ist das eigentlich? Das gehört ja niemandem offensichtlich hier. Ich kann ja alles jetzt kaputt schießen, kriegt ja auch besser für. Ich guck mal gut. Ne, war einfach nur Schaden. Gut, aber das gab's ja auch früher bei CNC. Ich meine, witzig ist es schon. Kann man nicht meckern, ne? Also die Infanterie macht die kleineren Sachen und die Panzerfäustler machen die größeren Sachen und da geht das Flugzeug dahin. Okay, aber wir wollen rüber zu Alvarez. Ich probiere es einfach mal. Ich sehe gerade hier oben, dass die anderen, die gehen automatisch wohl auf die hintere Raffinerie. Beziehungsweise auf den hinteren Punkt, wo Ressourcen sind. Ressourcenpunkt, keine Ahnung. So. Wahrscheinlich ist es voll unsinnig, dass ich jetzt so viele Einheiten gebaut habe. Normalerweise reicht das wahrscheinlich schon irgendwie. So. Hier ist mein Gegner. Ach, komm. Boom. So, was hat er denn hier? Im Hof hier? Ah! Oh! Ist der rübergefahren? Hat er einfach meine Leute überfahren? Krasse Sache! Oh, sie greifen aber automatisch. Der fährt da einfach rüber! Was für eine krasse Scheiße, Alter! Einfach meine Leute überfahren hier!
Und jetzt fährt er über die Nesten drüber. Man kann also diese Wagen benutzen und die Leute überfahren. Das ist ja mal richtig schräg, du. Guck mal, ich habe eins zerstört und dann hat er gleich das nächste aufgebaut. Aber ich denke mal, das werde ich auch so schaffen jetzt, solange keiner angegriffen wird hier weiter. Und jetzt bin ich nur mit 5 Leuten auf, die Basis kaputt, oder? Boom! You is a winner! A winner is you, okay. Fast dasselbe. Vollkommen egal. Okay, Alvarez hat mehr Ressourcen gesammelt gehabt, aber ich habe hier wieder ein paar Sachen unlocked. Green Man. Gute Sache eigentlich. Shy Thunder. Shy Thunder, machen wir das auch noch. Armored Car. Okay. Gut, ich spiele hier auf Beginner. Ich könnte normal auf. Ich spiele auf normal hier. Okay, Bonus ist nur eine Raffinerie bauen. Was ist denn daran Bonus? Complete Bronze and Silver in 5 Minutes. Pfff, hat ja auch mal das heißen kann. Operation Sky Thunder. Ach, Sky Thunder. Ich hab Sky Thunder. Ich dachte, das ist ein schüchterner Donner. Was ist das? Okay, gucken wir mal. Sky Thunder. Destroy enemy structures. Okay. So. Raffinerie, ganz klar. Direkt hier neben. Wow. Oh, das war klein hier. Kann man ja echt nicht viel bauen. Constructing. Pfiff. Ach so, das ist mein Loadout hier. Hiermit fange ich an. Da ziehe ich mal direkt hier vorne. Refinery complete. Gut, die haben wir schon mal. Ich habe nur 600. Das wird auch nicht vergessen. Ist blöd, ey. Man hat hier echt nicht viel Platz. Wo soll man den Scheiß noch hinstellen? Okay, will die Raffinerie eigentlich direkt auch neben der Raffinerie dann haben. Das baue ich jetzt also dahin, dann kommen gleich die Baracken jetzt und man kann die Städte, kann man auch hier alle angreifen, man kann alles kaputt schießen. Ist ja eigentlich auch witzig. Okay, ich versuche mal hier diese Bonusziele zu machen, die auch mal nicht funktionieren, keine Ahnung, was haben wir hier? Oh! Motorpool, okay. Wo kriege ich die Baracke hin? Die Powerplants mache ich auch in eine Richtung, dann mache ich hier die Baracken jetzt hin. Kann man das irgendwie beschleunigen oder was? Okay, ich baue nur eine Raffinerie. Das lasse ich jetzt wirklich mal so. Ich baue hier gleich aber den Panzerpool hier noch. So. Dann hier. Oh! Hier wird schon gekämpft. Scheiße. Ich mach mal 3 von denen. Das andere Ding ist auch gleich fertig. Ich werde schon angegriffen hier. Scheiß, Mann. So. Und ein paar Autos hier. Ich sehe den Gegner, ja. Da bin ich einfach überfahren. Im Prinzip, ich lasse das jetzt genauso. Ich werde hier einfach nur alles herstellen jetzt. Was? 11 will ich davon herstellen, ja. So. Ich habe allerdings nicht alles gebaut, was es hier zu bauen gibt. So, gut. Okay, ich warte jetzt noch die 15 Sekunden, wie man hier sieht. 15 Sekunden warte ich jetzt noch, um alles, was bis dahin produziert ist, ziehe ich dann los. Wer ist denn das immer? Das ist ja immer nur einer jeweils. Und die andere, die lasse ich als Verteidigung da. Hast du den Kohlereich gerade nicht, sehe ich gleich. Ja.
Der wird ja kein Holzfäller sein oder sowas, der jetzt hier versucht, mein Zeug einzusammeln, oder? Gibt's überhaupt Holzfäller? Wahrscheinlich nicht. Aber okay, ich habe eine kleine Basis hier. Pass mal auf, ich fahr jetzt los. Ich lasse jetzt da stehen. So, ich habe zwei Automobile, die will ich hier vorne platzieren jetzt. Die lasse ich noch kurz hier stehen. Ich glaube, das hier auch kaputt wird. Bringt halt nur nicht viel, weil man hat ja überhaupt nichts davon. Okay, noch einer fertig. Das reicht ja dann auch erstmal. So, ab nach oben hier. Wir sehen alles umfahren hier. Okay, das ist witzig. Das, ey, 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 das ist witzig. Kisten sammle ich jetzt nicht alles, eigentlich egal. So, okay, wir müssen hier rüber. Komm, Bazookas! To destroy all enemy structures, keep in mind that turrets do not count for your objective. Okay. Wir wollen nicht wissen. Wo ist er? Okay, die nächsten. Sind mir erstmal egal. Die greifen mich gerade nicht an, also ist mir egal. Warte mal hier rüber. Okay, wir werden angegriffen. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Scheißegal. Green Man, destroy enemy headquarter. Okay. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, oh, oh. Hier ist aber wirklich viel. Hier ist viel los. Hier ist viel los. Ich lasse sie einfach wüten. Ich sehe schon, ich werde hier viel mehr noch produzieren müssen. Und werde gleichzeitig wohl noch eine Baracke hinstellen müssen hier. Damit der Schmodder hier ein bisschen schneller geht. Dann machen meine Leute hier oben. Okay, sie sind noch am Ballern. Greif doch mal das Ding an da. Die hat schon alle da zerlegt. Barracks complete. Was mache ich hier eigentlich mit? Complete Bronze und Silver, das habe ich wohl nicht geschafft. Okay, ich hab's nicht geschafft, scheiß drauf. So, jetzt schnell hier so ein Ding noch hinzimmern. Constructing. Und weiterbauen. So, dann kann ich ja letzten Endes dann auch mehr Raffinerien bauen, oder? Ich habe das Bonusziel eh nicht geschafft, von daher. Achso, ich bin gar nicht fertig. Jetzt verschwindet natürlich auch viel Geld, weil ich ja noch so viele Einheiten produziere nebenbei hier. Die Krolle fährt. Das ist jetzt endlich fertig. Geht das jetzt mal ein bisschen schneller hier? Motorpool complete. Motorpool complete. Oh, da ist noch einiges unterwegs. Gut, Kohle reicht auch schon wieder nicht. Mann! Das ist direkt hier. So, danach müsste es jetzt aber fertig sein, denke ich mal.
Jetzt mit der Kugel. Vielleicht immer noch nicht. Jetzt gehe ich einfach mit so einer richtig großen. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe das immer bei solchen Spielen gemacht, ob jetzt Stronghold oder Command & Conquer oder was auch immer. Aber was gab es denn früher noch? KKND. Falls das noch jemand kennt. KKND Crossfire. Damit habe ich das auch gemacht. Ich habe einfach wirklich Ressourcen gesammelt. Ich habe alles so groß aufgebaut. Ich habe riesige Armeen gebaut und dann bin ich erst los. Und ich mochte diese riesigen Gemetzel am Ende. Darauf habe ich mich eigentlich die ganze Zeit gefreut. Da habe ich dann einfach mal 2 Stunden so gearbeitet, ne? Nur Zeug hergestellt, nur irgendwas gebaut. Versucht die kleinen Angriffe abzuwehren und dann bin ich mit meiner riesen Armee los und das hat so einen Spaß gemacht. So, und eigentlich, ja, versuche ich das jetzt hier auch gerade irgendwie. Ich habe ja fast alle fertig, fast alle Einheiten jetzt. Ich weiß gar nicht, was liefert der immer an, wie viel? 300? Ich schätze mal 300 liefert er an. Okay, jetzt habe ich alles fertig, jetzt habe ich nur 10 übrig. So, komm. Das ist eine relativ große Armee jetzt. So, wir fahren direkt hier rüber. Wie sie die Bäume umfahren und... Ja, ist einfach herrlich. Einfach herrlich. Ich lasse sie automatisch umkämpfen, weil ich habe gesehen, dass sie automatisch kämpfen, ohne dass man angreifen müsste. Die Yacht hier, ey, das ist richtig süß. Das ist richtig süß. Boah, zerfetzt das Vieh. Okay, wir könnten ja direkt hier hin noch. Wird ja wohl Punkte bringen, wenn man unterwegs auch noch ein paar wegschießt. So, im Prinzip erschafft man sich hier neue Wege. Der nächste ihr Penisse. Hier oben haben wir es ja schon wieder. So, jetzt hört mal hoch hier. Ich will, die sollen hier einfach wirklich wütend wie die Berserker. Barracks under attack. Weil ich will Punkte kriegen. Ich weiß nicht, ich will ja, ich hoffe, dass ich dadurch neue Einheiten zusammenbekomme. Die sollen hier wirklich einfach ballern wie blöde. Oh, es wird aber schnell repariert hier. Aber okay, der Schaden ist auch gut. Ich beobachte die ganze Zeit die Startanzeigen. Boah, kaputt. Kaputt, komm, mach das nächste. Mach die Raffinerie kaputt, Mann. Die geht nicht kaputt. Guck sich das einer an hier. Alle die Raffinerie beschießen. So, weg ist das Ding. Das ist auch kaputt. Ja, Hauptquartier, anders geht's aber nicht. Also alle aufs Hauptquartier, so eine Scheiße. Okay, man sieht, bap, verliert unheimlich schnell Leben. Zack. Oh. Okay. Das läuft hier also ein bisschen anders. Die schieben einfach meine Autos beiseite. Und was ist das denn, Alter? Okay, jetzt hat er wieder ein paar Einheiten von mir zerfallen. Was für ein Wichser, jetzt mal im Ernst, ey. Aber jetzt sieht man auch, es scheint nicht mehr genug Saft vorhanden zu sein, so dass die Tourettes nicht mehr schießen. Die Tourettes schießen nicht mehr. Jetzt kann man in Ruhe eigentlich alles zerballern hier. Jetzt habe ich auch nur noch Autos hier offensichtlich. So, alle auf die Raffinerie bitte. Mehr gibt's ja dann hier nicht. Okay, man sieht aber auch schon, braucht ein bisschen länger. Die machen haben an sich nicht so eine große Feuerkraft. Deren Merkmal ist einfach nur, also deren was waren zuerst das hier? Wie heißt denn das?
Vorteil. Mein Gott, ich bin schon komplett blöd. Deren Vorteil ist eigentlich nur deren Geschwindigkeit in erster Linie. A winner is you. I is a winner. Okay, der Korpus hat auch schon wieder mehr. Und Bonus Silber. Silber habe ich meinen geschafft. Okay. Steel Crush. Raffinerie, okay, ich fange schon mit einer Raffinerie an. Das gegnerische Hauptquartier in 10 Minuten zerstören. Und am Leben bleiben für 15 Minuten. Oh, das könnte interessant werden. Okay. Operation Steel Crush. Also es macht mir Spaß, auf jeden Fall. Also und weiß ich nicht, für 10er oder so würde ich das wahrscheinlich auch kaufen. Mehr würde ich dafür nicht ausgeben. Dafür ist es dann doch zu einfach, aber ja, ein 10er würde ich auch gegen dafür, klar. Okay, wo ist denn der Gegner? Auf der anderen Seite. Dadurch ist sind meine Dinger hier eigentlich scheiße platziert, finde ich jetzt, ehrlich gesagt. Aber ich, gut, ich habe schon eine Raffinerie, ich habe hier Türme. Heißt, ich baue Baracken. Oder noch eine Raffinerie, ich weiß es nicht. Wieso kann ich das Ding noch nicht bauen? Constructing. Was sind hier eigentlich los? Ach, das sind meine Türme. Okay. Oh, da kommen schon welche. Barracks complete. Ah, man kann sie also doch befehligen, dass sie irgendwo hin sollen. Okay. Sie zerschießt meine Tourette. Tourette? Wer ist denn die mehr? Ist denn die Mehrzahl davon? Genau, ihr macht das mal ganz schön da, ihr sammelt euch schön und dann ist es gut. So. Oh, ich kann noch ein Tourette bauen. Aber es geht nur in der Nähe der anderen Tourette. Tourette. Wo immer. Oh, hier noch eins hin. Passt das? Wie passt das hier nicht? Hier passt noch eins hin. Constructing. Aber wieso kann ich das jetzt noch nicht bauen? Was ist denn das? Ich habe zu wenig. Zu wenig Power. Machine Gun Turret complete. Aha. Gut, vorsichtshalber baue ich mir noch eins hin. Ein Kraftwerk baue ich mir noch hin hier. Das ist wahrscheinlich besser. Dann noch eine Raffinerie und dergleichen. Okay, ich habe 15 Minuten Zeit, davon habe ich noch die 10 Minuten. Oh! Okay, ich muss also zusehen, dass ich jetzt wirklich viele Einheiten zusammenkomme. Machine Gun Turret destroyed. Was? Power Plant complete. So, die Baracken baue ich hier hin. Constructing. Harvester. Can crush infantry. Complete. Baue ich mir jetzt erstmal nicht. Okay, Motorpool ist fertig. Die Motorpool-Dinger baue ich hier vorne, kommen dann nach vorne. Mein Bär 10 Stück voll. So, aber nebenbei, wie gesagt, brauche ich auch noch eine Raffinerie. Kann ich mir direkt hier ran? Nee, direkt hier ran. Constructing. Das muss schnell gehen, denn bevor die Kohle ausläuft hier. Ach, das Ding kann man ja auch reparieren hier, oder? So. Refinery complete. Repariert das Ding jetzt, oder was? Machine Gun Turret destroyed. Alter, reparier doch mal den Krempel hier. Oder muss man das mit links machen? Repair. Okay, habe ich rausgefunden. Gut zu wissen. Die Raffinerie ist fertig. Werd die Karre auch los jetzt. Mhm. Gut. Komm hier aber noch ein Tourette hin. Ich hau hier wirklich alles voll mit Tourette.
da wo es jedenfalls geht. Constructing. So. Ein Harvester kann man ja eigentlich bauen. Collect Resources und Machine Gun Turret complete. Okay, ich baue mal einen Harvester, der schon fertig ist. Also ich muss ihn wahrscheinlich anweisen dann. Weil dann brauche ich nicht so viele Raffinerien bauen, ist ja unsinnig. Oh ja, die sind schon ordentlich am Ballern. Ey, das ist ein Panzer. Der Fucker hat Panzer. Der echt Panzer da. So, wo ist denn das Ding jetzt? Ach da, fährt automatisch hinein. Okay, gut, Leute. Warum mehr Dritte? Sieht echt nicht gut aus. Ich sehe auch gerade, ich habe nicht mehr genug Zeit, um das gegnerische Hauptquartier zu zerstören. Okay, pass mal auf, wir kommen alle runter hier. Okay, ich mach das schon automatisch. Ja! Das habt ihr nicht gerafft hier, ne? Besser ist echt. Okay, ich baue noch eine Baracke. Constructing. Ja, die machen ganz schön Schaden. Und zusammen kombiniert machen die sehr viel Schaden. Da kommt unser verkackter Panzer nicht durch. Zack, 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 fertig, genau. Ja, der kann echt weg, ja. So, zweifach, okay. Schnell noch Powerplant einbauen hier. Brauchen wir Einheiten. 5 davon. 2 von denen noch. Nochmal 5 von denen je. Gut, ich meine, es klappt ganz gut mit der Kohle hier. Power Plant ist complete. Okay, jetzt soll ich mit dem Motorpool hier oder wie das Ding heißt, auch noch hinbauen. Constructing. Ich werde mir jetzt so schnell wie möglich eine große Armee zusammen, aber ich glaube nicht, dass ich in 2 Minuten und 40 Sekunden oder knapp 2 Minuten und 40 das noch schaffe, hier die Gegner zu zerstören. Complete. Schon wieder so ein Haufen Panzer hierher. Okay, wie man sieht, ich krieg sie schnell zerschossen. Ich habe also eine, auch schon wirklich eine sehr große Armee. Ich werde hier alles zuhämmern mit Tourette. Schade, dass man nur ein Tourette nacheinander bauen kann. Und mir gehen bald die Ressourcen aus, sehe ich. So, ich nehme jetzt alles mit, was jetzt hier dann auch gleich fertig ist. Ich habe einfach nicht mehr, nicht mehr Zeit für andere Sachen. Jo, hat sich erledigt. Alter, das ist noch nicht mal fertig gebaut und die schießen da schon rauf. Ich muss weiter vor. Ich muss weiter vor mit meinen Leuten hier. Reparieren. Jetzt kann ich das nächste bauen. Schade, ich schaffe die ganzen blöden Ziele nicht hier. Machine
Machine gun turret complete. Okay, das ist fertig. Das nächste baue ich mir hier hin. Das muss wirklich von überall geschossen werden. Wirklich so bestialisch geschossen werden hier überall. Seht ihr alle? Warum? Wir müssen sie gegenseitig wegschieben. Okay, ich habe nur 25 Sekunden. Das schaffe ich leider nicht. Machine gun turret complete. Okay, ich baue noch hier noch ein Toilett. Dann baue ich da noch eins hin, das muss ich bereiten. Ja, komm, ich weiß mal los hier. So, rüber zum Gegners. Den einsammeln hier. Machine gun turret complete. Okay, aber hier rüber. Ich meine, es ist ein ziemlich direkter Weg, wahrscheinlich gibt es auch einen anderen Weg. Ich find's einfach zu geil, wie die alles zerfahren hier so. Komm, weg damit! So, fahren wir direkt durch hier. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich mach dir das Leben schwer, du Wichser. Oh shit! Guck mal, wie der es gemacht hat. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, die werden ja alle verheizt, ganz klar. Ey, das macht natürlich Laune auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist schon ziemlich bekloppt. Ja, ist schon ziemlich bekloppt hier, ey. Oh, wie die zerballert werden, in welcher Geschwindigkeit vor allem. Okay, das läuft so nicht. Das funktioniert so nicht. Aber pass mal auf, ich werde mal. Von hier will ich, wo will ich das platzieren? Die sollen alle hierher, genau, von hierher. So, und auch die von hier. Was? Alle hierher. Es muss wirklich alles zugeballert werden, hier muss so viel Machine Gun, die müssen nirgendwo mehr reinkommen, nirgendwo durchkommen. Machine Gun Turret under attack. Ja, bin ich auch gut. Machine Gun Turret complete. Repairing. Okay, solange das Ding repariert wird. Ja, gut. Ich sag mal, wo bleiben eigentlich die ganze Zeit meine Einheiten hier? Achso, ich habe noch gar keine. Ah! Klar, wenn man keine herstellt, kann ich das auch nicht. Machine gun turret under attack. Machine gun turret complete. Harvester under attack. Repair. Constructing. Aber eins der, der Missionsziele war ja am Leben zu bleiben für 15 Minuten. Ich glaube, das kriege ich hier gut hin. Oh, das wird ein langes Video. Aber es macht echt Laune. Es macht wirklich, eigentlich macht es wirklich Spaß. Machine Gun Turret. Das ist so ein Spiel, da kann man schön am Sonntag sein Leben verschwenden. Für dich. Das eine Ding ist komplett leer, ob die sich wieder auffüllen. Das wäre mal interessant zu wissen. Ich baue jetzt nur noch Machine Gun Turrets. Das nehme ich auch nochmal eins hin. Constructing. Das Blöde ist, die gehen auf den falschen Punkt. Die sollen da gar nicht hin. Machine gun turret complete. Ja, die hier. So. Wie viele Toilette kann man hier eigentlich noch bauen? Eins direkt auf die Straße, warum nicht? Warum nicht?
Wichtig ist ja, dass sie nirgendwo mehr durchkommen. Die sollen ja richtig zerschossen werden. Machine Gun Turret complete. Okay, das ist fertig. Hier will ich auch noch eins hinbauen. Und hinter mir will ich, glaube ich, auch noch welche bauen. Warum baut er eigentlich nicht schneller? Das wundert mich jetzt irgendwie. Das könnte man doch irgendwie mal beschleunigen. Was? Was? Wieso, wo müssen die jetzt hinfahren? Die müssen irgendwo weiter nach oben fahren. Ja, man hat es ein bisschen trocken jetzt. Hat nichts getrunken die ganze Zeit. Okay, ich glaube, ich brauche noch einen Powerplan. Machine Gun Turret complete. Constructing. Okay. Habe ich jetzt schon gewonnen? Einfach nur, weil ich am Leben geblieben bin? Tatsächlich, ich habe gewonnen, weil ich am Leben geblieben bin. Hab aber den Gegner nicht zerstört. Ist für mich nicht wirklich ein Gewinn. Ehrlich gesagt. Gut, jetzt wird es hier noch Flat Tire geben. Also eigentlich unheimlich viele Missionen. Was sind denn hier? Destroy all 6 enemy Motorpools. 6 Motorpools. Keine Infanterieeinheiten. Dafür gibt es eine Belohnung. Wenn man keine Infanterieeinheiten herstellt. Gut. Ich mache jetzt hier, glaube ich, erstmal Schluss. Oder zock noch so ein bisschen vor mich hin. Das war jedenfalls 8-Bit Armies. Könnt ihr euch bei Steam runterladen, die Demo, oder kaufen für, weiß ich nicht wie viel, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ein paar Euro. Ich glaube, ein 10er wird es ungefähr kosten. Und, na, ich überlege, ob ich es mir hole. Demnächst. Wahrscheinlich würde ich es mir holen, und wenn mir wirklich komplett langweilig ist, oder ich Spaß habe, so ein bisschen Command & Conquer Style Spiel, dann würde ich das spielen. Genau. Ich krieg meinen Satz nicht richtig beendet. Danke fürs Zuschauen, abonniert doch, tut euch nicht weh, würde mir helfen, und ich krieg halt auch einen halben Cent. Und ja, viel Spaß noch beim Zocken, bis demnächst. Ciao, ciao!